Gern geschehen. Keine Rolle spielt Gott in Nordkorea. Es sei denn, man ersetzt Gott durch Marx, Engels und Kim Jong-il. Heute gedachten Zehntausende Nordkoreaner des ersten Todestages von Kim Jong-il. Selbst der erfolgreiche Raketenstart in der vergangenen Woche wurde seinem weisen Wirken zugeschrieben. Nach wie vor ist Nordkorea für uns eine Terra Incognita. Nur selten erhaschen wir einen Blick in eine der letzten kommunistischen Betondiktaturen. Wie zum Beispiel bei einem Aufenthalt des Münchner Kammerorchesters in Pjöngjang. Es war das erste Mal überhaupt in der Geschichte Nordkoreas, dass ein deutsches Orchester mit Musikern aus Pjöngjang tagelang intensiv proben durfte. Das Münchner Kammerorchester reiste im November auf Einladung des Goethe-Instituts Seoul nach Pjöngjang, um dort gemeinsam mit Musikstudenten der dortigen Musikhochschule zu spielen. Keine übliche Konzerttournee war geplant, sondern ein so noch nie dagewesenes musikalisches Experiment. Anflug auf Pjöngjang. Eine außergewöhnliche Orchesterreise in ein unbekanntes Land, von dem auch musikalisch kaum etwas nach draußen dringt. 5 Tage lang besuchen die Musiker des Münchner Kammerorchesters die Hauptstadt Nordkoreas und erarbeiten dort gemeinsam mit Studenten und Professoren der Kim Won-kyun Hochschule ein Programm klassischer Musik. Ankunft an der Hochschule für Musik. Die Nordkoreaner empfangen die Deutschen mit einem modernen Volkslied. Der Dirigent des Münchner Kammerorchesters, Alexander Liebreich, ist schon häufig nach Nordkorea gereist. Dass es nun zu einem musikalischen Austausch auf Augenhöhe kommen soll, hätte er sich nie träumen lassen. Das Besondere und die Faszination, die mich immer wieder nach Korea führt, ist die unglaubliche Kraft in der Musik, ist die unglaubliche Emotion. Essentiell, denke ich, neu ist, dass wir hier zum ersten Mal mit dem gesamten Orchester sind. Vor 6 Jahren war ich alleine. Und jetzt sind die Musiker des Münchner Kammerorchesters in Kontakt quasi 1:1 mit den Studenten und den Musikern der Hochschule für Musik und Tanz in Pjöngjang. Das ist, finde ich, eine unglaubliche Sensation. In ihrer künstlerischen Begegnung sind die Musiker ganz auf sich gestellt. Angewiesen auf die Musik als verbindendes Medium. Beide Seiten sind beeindruckt, wie gut es funktioniert. Doch die Münchner spüren auch, wie schwierig es ist, aus der musikalischen Nähe eine menschliche entstehen zu lassen. Unangenehm ist den Studenten aus Nordkorea der Zustand ihrer Musikinstrumente. Die Streichinstrumente sind alt und haben Risse. Das ist schon ein echter Austausch, der da stattfindet. Und wir spüren auch, dass da was entsteht. Aber man muss mit den ganzen Umständen hier leben und das ist schon wahnsinnig hart, das zu sehen. Der im letzten Jahr verstorbene Führer Kim Jong-il und sein Vater Kim Il-sung sind allgegenwärtig. Die Staatsideologie und die Massenpropaganda der nordkoreanischen Diktatur prägen auch die Atmosphäre an der Musikhochschule. Die Begegnung ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Wir üben hier zwar auch immer die Techniken, doch durch dieses gemeinsame Proben und den Austausch darüber habe ich ein völlig neues Gefühl dafür bekommen. Ich erlebe gerade, dass man auch viel direkter auf die Musik eingehen kann. Das betrifft Haydn, aber auch andere Stücke. Für mich ist das wirklich spannend zu sehen, wie diese Musik in Deutschland interpretiert wird. Ich lerne unheimlich viel Neues dazu. Die geheimnisvolle Stadt Pjöngjang öffnet für ihre westlichen Gäste ein wenig den eisernen Vorhang. Für eine isolierte Diktatur wie Nordkorea ein außergewöhnliches Zeichen der Gastfreundschaft. Die Münchner erleben einen Teil des Alltags in der Metropole, ob in der U-Bahn, auf den Straßen oder in den Einkaufsläden. Viele Monate hat das Goethe-Institut in Seoul diese Orchesterreise geplant
und schon einmal aus politischen Gründen verschieben müssen. Beim jetzigen Besuch wird schnell klar, dass dieser Austausch keine einmalige Aktion bleiben soll. Wir haben in den Gesprächen hier auch von den koreanischen Kollegen Hinweise darauf bekommen, dass man an einer Zusammenarbeit auch mit dem Süden interessiert ist. Und wir bekommen ähnliche Hinweise auch in Gesprächen mit südkoreanischen Partnern. Im Moment ist der direkte Kontakt nicht möglich. Aber wir können das Goethe-Institut immer dann anbieten, auch als Partner, wenn es darum geht, Plattformen zu entwickeln, die den schwierigen Dialog zwischen den beiden geteilten Koreas möglich machen. Beim großen Abschlusskonzert in der Hochschule spielen die jungen Musiker gemeinsam das koreanische Stück Arirang. In Nord- wie in Südkorea zählt dieses Stück zum klassischen Grundrepertoire. In beiden Teilen des Landes ist das die inoffizielle Wiedervereinigungshymne. Die Musiker des Münchner Kammerorchesters haben gleich nach ihrem Aufenthalt in Nordkorea gesammelt und Noten und Instrumente gespendet, zum Teil auch schon während der Proben mit den nordkoreanischen Studenten die Instrumente getauscht. Im Rahmen des Abschlusskonzerts wurden 4 Waldhörner übergeben, die vom Goethe-Institut, den Berliner Philharmonikern und den Münchner Kammerorchester gespendet wurden. Eine kleine Weihnachtsgeschichte an den alten Ideologiegrenzen. 9 Milliarden Euro haben sich Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2009 die Kultur kosten lassen.